Wisst ihr was, wenn wir schon mal Backtracking machen, dann können wir es jetzt auch richtig machen. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix 2.5 von Derix, meine lieben Freunde. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen begeben daran, Welten zurück zu erkunden und natürlich die Arena des Olymp abgeschlossen, indem wir einen riesigen Haufen Quallen besiegt haben. Die waren so quabbelig. Diese Welt haben wir schon besucht, haben hier die unversierten Missionen gemacht und haben diese abgeschlossen und sie zu 100% sogar jetzt abgeschlossen, weil wir die letzten zwei Schatztruhen und den letzten Sticker hier geholt haben, dank der Luftgrätsche. Yay! Und jetzt gehen wir doch nochmal zurück in den Zwergenwald, gehen zu der Zwergenlichtung, weil dort wartet der letzte Sticker der Welt auf uns. Hoffe ich mal, dass es der letzte ist. Den müssten wir jetzt durch den Sportsfreund eigentlich ganz gut erreichen. Und ich denke mal, das wird alles gut. Der müsste genau hier sein. Und jump. Zack, guck dir mal an, wie einfach das ist, ne? So hoch kannst du nicht springen, kleiner Pimpe. Oh, schon wieder du, was willst du, Mann? Die an die Nase hauen. Das ist ja geil, Mann. Ich weiß. So, Berichte. Yeah, 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 yeah. Ach ja, Geschichte, genau. Arena des Olymp. Das tun wir uns jetzt nochmal an. Der Heldentrainer Phil wird von Zack, einem Jüngling, der nichts lieber wäre als ein Held, bedrängt. Doch Phil hat bereits einen Schützling, nämlich Herkules. Phil verspricht, die beiden bei den nächsten Spielen genau zu beobachten und dann zu entscheiden, wen er fortan trainiert. Das fördert nicht gerade Herkules Motivation und so erklärt sich Ventus bereit, mit ihm zu trainieren. Herkules ist zwar ein Göttersohn, doch wurde er als Säugling entführt und muss seitdem seiner Götterkräfte beraubt als Mensch auf der Erde leben. Seine Götterkräfte wiedererlangen kann er erst, sobald er auf Erden zum wahren Helden geworden ist. Da frage ich mich, wenn er seine Götterkräfte nicht hat, woher nimmt er dann diese verdammte Kraft? Also ich meine mal, ich glaube nicht, dass das menschlich ist. Das ist ein bisschen blöd erzählt. Herkules und Zack sorgen für Furore bei den Spielen und erreichen beide das Finale. Die Stadt wird in der Zwischenzeit von Unversierten überrannt. Doch Ventus will unbedingt, dass die beiden ungestört ihr Finale austragen und begibt sich da alleine zum Ort des Geschehens. Doch plötzlich taucht Herkules auf, der den Kampf geschmissen hat, um gemeinsam mit Ventus die Unversierten zu vertreiben. Mit etwas Verspätung trifft auch Zack ein. Auch er hat das Finale sausen lassen, um Ven zu Hilfe zu eilen. Das ruft Phil auf den Plan, der verkündet, ein Held braucht nicht nur Körperkraft, sondern auch ein fürsorgliches Herz. Und auch nur ein Moment des Zögerns kann einen großen Unterschied machen. Phils Absicht war es von Anfang an, Herkules durch die Konkurrenzsituation mit Zack anzustacheln und ebenso sollte er Ventus zum Freund gewinnen. Ventus verspricht Herkules und Zack, sie wieder zu besuchen, sobald sie zu Helden geworden sind. And they're never going to see them again. Minispiele. Achso, Krüge zerschlagen. Höchstpunktzahl 245 erstmal. Charaktere. Arena des Olymp. Der Herkules. Ein Jüngling, der liebevoll nur Herk genannt wird und über unglaubliche Körperkraft verfügt. Er ist zwar ein Göttersohn, doch wurde er als Säugling entführt und muss seitdem als Mensch auf der Erde leben. Als er erfährt, dass er ins Reich der Götter zurückkehren kann, sobald er auf Erden zum wahren Helden geworden ist, begibt er sich bei dem Heldentrainer Phil in die harte Schule. Ist er nicht Philoktetes? Na egal. Ein renommierter Trainer, der schon viele Helden groß gemacht hat. Eigentlich hat er sich zur Ruhe gesetzt, doch auf das Drängen von Herkules nimmt er seine Tätigkeit als Trainer wieder auf. Naja, eigentlich hat ihn Zeus dazu gedrängt, also von daher. Ah, Crisis Core Final Fantasy 7. Aha, daher kommt er also. Ist das nicht im Film gewesen, Crisis Core? Weiß ich jetzt nicht, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ein Jüngling, der gerne ein Held wäre. Er will unbedingt beim renommierten Heldentrainer Phil in Lehre gehen, doch letzten Endes muss er doch Herkules diese Ehre zuteil werden lassen. Er ist eine frohe Natur, die immer alles optimistisch sieht. Genau wie ich. So. Kann ich den denn? Yay. Yeah. Soll ich den denn hinpacken, Mann? Hier oben? Du verarscht mich. Was sollen die da oben machen? Was ergibt das denn für einen Sinn? Ist er gerade gejumpt oder was? Yay. Na gut, dann lasse ich es halt, wenn die es wollen. Wenn die es so wollen, dann lasse ich das. Ach ja, es gibt ja noch eins. Noch eine Eiskugel. Yeah. Kollisionsmagnet erhalten. Yay. Kann ich weiter schmieden. Der Kollisionsmagnet. Und da ist er. Lasse mit Magnetkraft einen Gegner schweben und ziehe ihn heran, um ihn auf andere Gegner zu schleudern und so anzugreifen. Der Tornadoschlag. Drücke rechtzeitig Dreieck, um nahe Gegner mehrfach mit Wirbelkraft hochzuschleudern. Ah ja. Die werde ich euch noch alle zeigen, diese ganzen Kommandos. Die kann man ja kaufen im Mogri-Shop, sobald man sie mindestens einmal komplett hochgelevelt hat, sind sie auch zum Kauf bereit.
werde ich halt alles noch später machen. Dann werde ich mich so ein paar zurücklehnen und einfach euch die ganzen Kommandos zeigen. Ob mit Gegnern oder ohne, wird sich dann noch zeigen. So, das ist jetzt abgeschlossen, das ist jetzt abgeschlossen. Das müssten wir eigentlich auch mittlerweile hinkriegen, weil wir brauchen hier nicht zwingend Gleiter, glaube ich. Da reicht, glaube ich, auch die Luftgrätsche. Bin mir nicht so sicher, aber müsste eigentlich so sein. Bäu, 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 bäu. So, ich gehe mal kurz zum Schloss, um mir einen Sticker zu holen. Okay, ich höre schon auf. Vielleicht finde ich dann ja auch im Schloss irgendwie die unversierten Missionen. Geht mir aus dem Weg, ihr seid zu fett für diese geile Welt. Ich brauch einen Teemann, yeah, zum Beruhigen, das ist nicht schwer. Hallo, da ist der Sticker, erreichen wir den? Der ist so hoch. Er ist so verdammt hoch, Mann, oh yeah, Mann. Nee, so erreichen wir den nicht. Wir müssen... Ah, dafür brauchen wir auf jeden Fall Gleiter. Wir müssen von da oben springen und dann hier rüber gleiten, okay. Aber das ändert ja nichts daran, ob ich hier vielleicht die Mission ist. Trostlosigkeit. Yeah. Sie scheint nicht hier zu sein. Nein, Mann, das ist sie nicht. Oh nein, sie ist nicht hier und das macht uns ganz traurig. Oh yeah. Ein Bildfehler. Was soll das? Nein, das lasse ich jetzt nicht zu. Das ist so der geile Soundtrack, ey. Auroras Zimmer. Aurora, Mann, du bist jetzt wieder am Leben. Ihr Bett ist weg. Ist ja nicht so, dass... Wo ist ihr Bett? Hallo? Ihr Bett muss ja nicht verschwinden, nur weil sie jetzt wieder aufgewacht ist. Wo ist sie überhaupt? Aurora? Wir haben ihr Herz befreit, aber wo ist sie jetzt? Hat Malefiz sie doch entführt? Aber wo ist denn ihr Bett? It confuses me. Weg da. Zack. Hey, na kommt mal her. Ich setze das jetzt gegen euch hier ein. Das hat gar nichts gebracht. Ist egal, ich bin doch ein fettes Schwein. Moment mal. Selbst ist es aber nicht so cool. Es hat überhaupt nichts gebracht, das zu machen. Ich bin ja so gut. Leute, wisst ihr was? Ihr könnt mich doch alle mal. Ich renne jetzt hier lang und dann bin ich einfach nur mega cool. Yeah, la 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 la. Ja, ich weiß, es war sehr random. Was wollt ihr drei Feen eigentlich, ey? Ihr habt ausgedient, ihr Omas. Ich weiß, es klingt fies. Aber es ist nun mal so. Ah, hier ist die Mission. Negative Macht untersuchen, geil, Mann. Oh nein, was soll ich machen? Schlag die Feuerbälle, die die Flammenkiste speit. Wenn sie den Boden berühren, endet die Mission. Oh nein, sowas Ekliges. Balancieren. Ach so. Aua. Ja. Wenigstens ein Rang 1. Okay, ich verstehe. Na, Ventus. Aua. Was war's? Ach Mann, Ventus, hör doch auf, dich immer treffen zu lassen. So, aua. Mann, du dumme Sau, Mann, komm doch her, du bist nicht halb so cool, wie du vielleicht denkst, oh Mann. Zack, zack, aua, zack. War da noch einer? Nee, 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 nee.
Zack! Yeah. Ventus. Ventus, Mann! Ey, Ventus, Mann. Oh, was war das? Wow, was war das denn? Auf einmal war der voll auf dem Boden. Habe ich den übersehen, oder was? Och, Mann, ey. Nö. Mann. Mann, was soll denn dieser ganze Scheiß hier, Mann? Wie so ein Feuerball, Mann. Ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Nein. Ventus! Mann! Der greift immer den Falschen an. Ventus, was machst du denn hier? Ich heule gleich einen ganzen Stier. Was? Oh mein Gott, ich werde verwirrender mit jedem Satz. Oh nein, fertig und los, na komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Nee. Aua, Mann. Geht eigentlich Megaflare? Megaflare geht, okay. Gut zu wissen, oh mein Jammern, das ist doch dein Yeah. Das ist quasi mein Joker, im Notfall. Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf, mein Ventus, oh yeah! Hau doch jetzt mal drauf und zeig der Truhe, wer der Geilste ist! Und zack! Nee. Oh oh! Ah, komm schon, Ventus! Hau drauf, nein! Das wird's nicht bringen! Sag ich doch! Ich hätte 30 oder so machen müssen! Ich hätte nicht so arg hintereinander zweimal Megaflare einsetzen müssen! Dürfen! Mann, ey, das ist doch nicht cool, ich rast gleich aus. Komm schon, Mann, Ventus, hier, du Venus, halt doch einfach mal aus. Ah, ich komm nicht mehr klar. Mir fallen keine Sätze dazu ein, um diesen Scheiß zu beschreiben. Doofe, dicke Kiste, Mann. Badam. Ey, komm schon, Ventus, hau drauf. Boah, gerade noch so. Ventus, du Doofnuss. Alter. Ja, freu dich. Geil, Mann. Mann, nein. Jetzt kommt es auf den ganzen Scheiß an. Die letzte Runde soll das sein. Sonst scheiß ich jetzt endlich drauf. Also gib mir nämlich dieser Soundtrack doch auf den Geist. Warum bist du da hinten, Mann? Ventus. Ja, klar. Ventus. Manchmal gehörst du echt gesteinigt. Na komm, mach was. Aua. Na komm. Boah, gerade noch so, ey. Mann! Komm schon. Blöde, kleine Kiste. Wo ist sie? Ah. Komm schon. Oh Mann, 44, bitte, das muss es jetzt sein. Wir sind 50. Ich raste dann aus. Oh, na endlich. Feuga? Hä, warum kriege ich nicht die Illusion? Das verwirrt mich jetzt doch schon etwas, okay? Egal. Mann, war das scheiße zeitintensiv. Das war viel zu zeitintensiv. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich werde das alles im Speed-Up machen. Damit ihr wenigstens nicht so ultra genervt seid. Jetzt holen wir uns noch irgendwas hier. Ja, danke. Der Burghof. Hi, Leute. Lalalalalalala. Hoch, Ventus. Ventus, hoch. Ventus. Ventus, danke. Ach, Ventus.
Passiert ja gar nichts. Hm. Seltsam. Oh, hier sind Truhen, Mann. Ching. Chong. So, komme ich da hinten hin? Zack. Na klar, komme ich da hinten hin. Yeah. Oh, noch ein Multifokus-Kommando. Ist ja cool. So kommen die also langsam zusammen. Tschüss, Mann. Was ich hier alles übersehen habe. Luna-Kristall. Sonst noch was? Hm, das interessiert mich anscheinend nicht. Nicht von Bedeutung für Ventus. Ist hier irgendwas noch? Bam, bam, bam. Bam, bam. Nö. La, 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 la. Irgendwie was? Nö, nö. Nö, nö. Okay. Der Altarraum. Wie viel fehlt mir denn jetzt eigentlich noch an Schatztruhen? Mal gucken. Berichte. Die Schatzliste. Eine Schatztruhe fehlt mir hier noch. Sollten wir doch gebacken bekommen. Hm, gebacken. Hä? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hoffe mal, es ist gut. Kerker. Hört sich nach etwas an. War hier nicht auch die letzte Schatztruhe? Da oben, ne? Genau. Okay, dann aber... Aua, Ventus! Alter, weg mit euch, ihr kleinen Pestmaden! Ich will doch hier nur mein Business ausführen. Hoch, Ventus. So. Toll, hier hätte ich einen Tornadoschlag bekommen? Toll! Hätte ich es mir ja gar nicht schmieden müssen. Na, egal. Ejol, ejol! Wieder raus aus dieser elendige Welt. Die stinkt nach Köttel. Lala. Schick mich zurück in eine bessere Welt. Dankeschön. Thron von Malefiz. Wo auch immer sie jetzt steckt. Sie ist wahrscheinlich auf der Suche nach den anderen Prinzessinnen der Herzen. Ob sie schon Schneewittchen hat? Hätte ich mal gucken können, als ich im Zwergenwald war. Schneewittchen ist ja auch eine der Prinzessinnen. Wobei Cinderella ist auch eine. Aber, naja gut, Cinderella ist halt nicht mehr da, aber wo sie ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich wurde sie auch schnell entführt. Schneller, Ventus! Eigentlich hätte ich euch den Weg auch ersparen können, ich weiß, aber... Ich bin mal einfach so gemein zu euch und sage einfach, nein. Zack. Na, aber wenigstens von den Schatztruhen her diese Welt auch vollständig weg da aus dem Weg. Ich rolle euch alle tot, Mann. Minecraft for the win. Ah. Zack. Ich muss euch mal bei Gelegenheit auch diese ganzen Kommandostile und so zeigen. Oh, es ist immer schwer, euch so viel alles zu zeigen hier. Nicht wahr? Ja, ich weiß. So, jetzt gehen wir noch schnell zur Disney-Stadt. Dann zeige ich euch dort noch die unversierten Missionen. Und dann, ja, beende ich den Part erstmal. Ui.
Na, Arena des Olymp müsste jetzt auch eine unversierte Mission sein. Ist ja auch egal. Wunderschön Funke Sparkle. Ach ja, genau, geben wir mal unser Eis ab. Unsere Zutaten. Boah, fette Sache, Mann. So, mehr Eiscreme hergestellt. Wir haben den Schneebären und die Zitterlimone. Cool. Okay, was fehlt uns hier noch? Honigbüschel haben wir immer noch nicht. Offener Sesam haben wir, brauchen wir drei. Also haben wir alle abgegeben. Oh, voll gemein. Zitterlimone, da komme ich wahrscheinlich direkt in... Werde ich ja sehen. Uns fehlen noch so viele Sachen. So. Ah ja, genau, in Diamantenstaub und hier in Donnerschlag. Okay. Was so viel wie Nein heißt. In meiner Sprache. Lalalala. Zum Glück haben wir ja alles mit Ventus schon geschafft. Ihr könnt mir meinen Popo küssen. Ihr nervt. Ah, da ist ja die Mission. Weg da, ihr nervt nur. Moment, haben wir gleich. Und zack. So. Sie spüren eine negative Macht, dann gucken Sie doch mal einfach rein. Lalalala. Seht ihn euch an, Mann. Er ist so dick und bunt. Besiege innerhalb von 2 Minuten so viele Ringertöpfe wie möglich. Greife das Original an, um die anderen verschwinden zu lassen. Den Falschen zu attackieren kostet dich allerdings 5 Sekunden. Okay, Mann. Wo ist der nächste? Dort. Hoch mit der Ventus. Toll, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, der hier. Komm schon. Voll, er haut erstmal voll ab, ey. Dieser Elendige. Toll. Mann, das sind immer so blöde Situationen. Man kann gar nicht aufpassen. Ah! Hui, toll. So, jetzt pass ich auf. Ah ja, okay. Okay, ich weiß, wer es ist. Der da! Ich glaube, der hier. Yeah! Ich glaube, der hier. Da unten. Zack. Der hier. Nein, nicht der. Der da. Hab wohl noch den anderen erwischt. Voll gemein. So, komm her, komm her, komm her. Zack. Oh, vor allem den anderen noch mit erwischt. Voll gemein. Zack, 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 zack. Jetzt weiß ich es gerade nicht. Ich glaube, der hier. Ah, sehr schön. Da, da, dudelu. Komm, einen kriege ich noch hin. Einen kriege ich noch hin. Du da. Nein, nicht du. Nein, 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 nein. Der da. Oh, Mann. Ventus, greif nicht immer die Falschen an, du Doofnase. Aber trotzdem, Rang 3. Obwohl ich mich so schlecht angestellt habe. Illusion R erhalten. Warum haben wir bei dem anderen jetzt keine Illusion eigentlich erhalten? Das wundert mich. Entschuldigung. Tschüss. So, meine lieben Freunde, dann beende ich jetzt mal hier den Part. Und, ja, ich denke mal, im nächsten Part können wir dann jetzt weitermachen, oder? So viel mehr gibt es ja eigentlich gar nicht jetzt zum Backtracken. Nö, eigentlich nicht. Gut, ich denke mal, im nächsten Part machen wir dann einfach weiter, meine lieben Freunde. Also bis dahin. Tschüsselchen.